Freunde sehr bewegt hat und beschäftigt hat in der vergangenen Woche. Nämlich ein Mann, der bei Mainz 05 so viel auf den Weg gebracht hat und dem die Mainzer und auch in der 25-jährigen Zeit von Harald Strutz so viel zu verdanken haben, dass die Mainzer jetzt so gut dastehen, wie sie dastehen in der Fußball-Bundesliga. Der ist gestorben am vergangenen Samstag, in der Nacht zum vergangenen Samstag, Wolfgang Frank. Und gestern hat das ganze Stadion ihm gegenüber gedacht. Sie haben sich in Kondolenzbücher eingetragen. Sie haben eine Schweigeminute eingelegt. Sie haben sich von ihm verabschiedet. Von Wolfgang Frank, dem Sie viel zu verdanken haben. Alles hat er bedeutet. Wenn der Wolfgang Frank nicht gewesen wäre, da wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Er war einer der wirklich werttragenden oder wertschöpfenden Trainer gewesen. Der wirklich mit einer ungeheuren, man kann schon fast sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt mit starken Missionen an die Sache herangegangen ist. Er hat einfach einen Umbruch gebracht insgesamt im deutschen Fußball. Ein super Typ für Mainz 05 und für alles. Es ist schade, dass er gestorben ist. Mit 61 oder 62 Jahren stirbt man noch nicht. Als er kam, im Herbst 95, da war Mainz 05 wieder mal so gut wie abgestiegen aus der zweiten Liga. Der Kicker hat damals geschrieben, 100% Abstiegswahrscheinlichkeit. Wir waren die schlechteste Mannschaft der Vorrunde, Platz 18. Und dann waren wir die beste Mannschaft der Rückrunde. Ich glaube, sowas gab es im Profifußball überhaupt noch nie. In Zeiten der Manndeckung und des Liberos bimste der Mann seinen Jungs Viererkette ein. Raumdeckung, modernen Fußball. Und prägte damit seine Nachfolgegeneration. Das ist ein super Trainer. Muss man nur loben. Der brennt lichterloh. Und wenn jemand in drei Tagen wirklich was bewirken kann, dann ist er's. Er lebte den Fußball 24 Stunden am Tag. Sogar das Frühstück nahm er im Vereinsheim ein. Er forderte viel, manchmal zu viel. Er kam ab und zu und hat gesagt, wann brauchen wir eigentlich ein neues Stadion? Und hat sich dann gewundert, warum am nächsten Tag die Backer nicht da waren. Also da hat ihm teilweise der Realismus ein bisschen gefehlt. Er war ungeduldig, trat in seiner zweiten Saison überraschend zurück. Harald Strutz kann von vielen Krisensitzungen berichten. Aber auch davon, dass Wolfgang Frank bei seiner Rückkehr nach einem Jahr die abstiegsbedrohten 05er wieder rettete. Ironie seiner Geschichte: Er trainierte nie in der ersten Liga, auch Mainz 05 nicht, das er beim zweiten Mal wieder überraschend verließ. Aber er hinterließ ein Erbe. Wolfgang hat eigentlich vom ersten Tag an immer gesagt, das Ziel eines jeden Vereins muss es sein, in der Bundesliga zu spielen. Jetzt trauern sie um ihn, als Erstligist, in einem Stadion, das er immer gefordert hat und das sie auch ihm zu verdanken haben. Ja, bevor wir über Wolfgang Frank auch reden werden, wollen wir noch einem Mann zuhören, dem sieht man schon an, wenn er über Wolfgang Frank spricht, an der Körpersprache, welche Bedeutung er für ihn gehabt hat. Jürgen Klopp hat sich auch gestern zu Wolfgang Frank geäußert. Ich habe das heute Mittag gesehen, wir haben ja um die Zeit noch nicht gespielt, sondern wir haben ja da gerade uns zum Essen nochmal getroffen. Und da lief das Spiel gerade und habe gesehen, habe ich die Choreo gesehen, muss ich einfach sagen, Hut ab, das ist großartig. Ich glaube, es wurde eingeblendet, ohne dich wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Damit ist Mainz 05 gemeint, damit könnte aber auch ohne Probleme ich gemeint sein, das ist völlig klar. Er hat eine unfassbar große Lücke hinterlassen, ehrlich gesagt. Wir waren uns alle immer relativ verbunden. Er hatte immer gesagt, wenn ihr irgendwann mal alle Trainer seid, irgendwie hat er vermutet, dass viele von uns Trainer werden, dann kommt ihr bitte zu mir und erzählt mir von euren Heldentaten. Ja, wir haben es viel zu selten gemacht, aber in den letzten Wochen haben wir nochmal einen ganz engen Draht gekriegt. Über Stella, seine Frau, auch über seine Söhne, das hat richtig gut getan allen. Wir wollten uns nochmal treffen, das hat nicht funktioniert, und weil er da nicht mehr gesund genug für war. Aber wir konnten uns alle gedanklich von ihm verabschieden. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Trainer. Wir werden alle erst in den nächsten Jahren, wenn es immer mal wirklich besprochen wird, wann ging das los mit ballorientiertem Verhalten, werden wir feststellen, dass Wolfgang da einfach, ich weiß nicht, ob er der Erste war, aber er war einer der allerersten und
oft ist es so, wenn Großes passiert, bekommen wir den Lohn dafür erst zu spät. Und wir profitieren alle davon. Ja, ist ein außergewöhnlicher Mensch gewesen. Und wir werden ihn alle sehr vermissen. Ja, Wolfgang Frank, nach sehr kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Wie sehr hat Sie getroffen, die Nachricht? Wirklich sehr. Ich habe ihn im Mai noch gesehen. Wir haben auch öfters miteinander gesprochen, als er jetzt hier bei uns im Stadion war. Er war für uns teilweise noch tätig gewesen und war ja immer durchtrainiert. War ein Mann, der sehr auf seine Ernährung und auf den Sport geachtet hat. Jetzt gehen wir natürlich sehr viele Bilder im Kopf herum, weil das Verhältnis von Wolfgang Frank und mir war ja auch letztendlich in der Öffentlichkeit, zumindest immer so kommentiert war, da hätten wir gar kein Verhältnis, aber ich kann jedem versichern, das war ganz anders. Ich erinnere mich noch, als Didi Constantini bei uns Trainer war und in der Tat dann zu mir kam und hat gesagt, wir waren per Du, und hat gesagt, ich schaffe das nicht mehr mit der Mannschaft, wir haben immer nur unentschieden gespielt. Ich habe mit Christian Heidel dann dazugezogen und Wolfgang Frank war ja dann in Austria Wien als Trainer. Und trotz der Vergangenheit habe ich zu ihm gesagt, du fährst jetzt nach Wien und versuchst Wolfgang Frank, das ist der einzige Trainer, der uns noch retten kann. Ganz Mainz wird hinter ihm stehen und wir werden es schaffen, auch in der Liga zu bleiben. Es war eine außergewöhnlich schwierige Situation. Der Christian sagt noch, glaubst du nicht im Ernst, dass er zurückkommt, weil er damals nach dem Leipzig-Spiel einfach weggegangen ist. Aber ich habe die Vermutung gehabt, dass er vielleicht ein bisschen was gut machen wollte. Und genau so ist es eingetreten. Das ist jetzt nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst der Überzeugungskraft von Christian Heidel, ihn da in der Nacht noch zu begeistern. Er rief mich nachts noch um 3 Uhr an und sagte, du glaubst nicht, er wird es machen. Er kam zurück und sofort war eine Stimmung in dieser Stadt, wo wir eigentlich sicher sein konnten, wir steigen nicht ab. Das war eine unglaubliche Zeit mit ihm. Ehrlich gesagt auch unglaublich anstrengend. Das ist zum Ausdruck gebracht worden. Ich meine, seine Visionen sind heute Realität geworden. Und seine Visionen waren zu einem Zeitpunkt, dass dieser Verein ganz einfach noch nicht bereit war, diese Stadt noch nicht, die Politik, die Wirtschaft, da gehören ja viele Faktoren dazu, die er nicht durchschauen konnte. Ich glaube auch gar nicht wollte. Wie Christian Heidel gesagt hat, also er hat gesagt, wir brauchen jetzt ein neues Stadion. Wann kommen die Bagger? Kommen sie morgen oder kommen sie nächste Woche so etwa? Das war schon sehr schwierig. Aber eines ist auch klar, was Jürgen Klopp zum Ausdruck gebracht hat, so empfinden alle seine Spieler. Und die Trauerfeier wird ja am nächsten Donnerstag stattfinden. Und wie wir gehört haben, werden fast alle Spieler, die mit ihm mal trainiert haben, auch ihm die letzte Ehre erweisen. Und er hat es verdient. Ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Fans, die ihn nicht vergessen haben. Denn so eine Choreografie, ja, beeindruckend, ja. Das ist ausgesprochen beeindruckend und zeigt, was dieser Verein diesem Mann zu verdanken hat. In den Jahren, in denen er bei uns tätig war. Dass er Weichen gestellt hat. Wir sollten und haben sie dann auch umgesetzt. Und Jürgen Klopp ist eigentlich derjenige, der sofort auch seine Trainingsmethode übernommen hat. Ich weiß noch, als er das erste Mal Trainer geworden ist, und wir gingen auch mal im entscheidenden Spiel an diesem Aschermittwoch 2001, das erste, was er gemacht hat, Trockenübungen in der Viererkette. Wir haben 1-0 gewonnen. Also das sind so kleine Episoden, die da kommen. Und ich bin froh, dass wir am Schluss doch wieder alle so einen guten Kontakt zu ihm gefunden haben. Und ich bin da wirklich ausgesprochen traurig drüber, weil es auch so unglaublich schnell ging. Innerhalb von 3 Monaten, das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Die Zeit sollten Sie haben, all das über Wolfgang Frank zu sagen. Und das war wunderbar, dass Sie noch mal so an Wolfgang Frank erinnert haben an dieser Stelle. Applaus